Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Endlich kann ich das Weihnachtsvideo aufnehmen, das ich schon so lange angekündigt habe. Ja, es gibt ein paar Dinge zu besprechen. Ich habe eine ganze Liste, also würde ich sagen, reden wir nicht so lange drum rum, sondern legen einfach mal los. Punkt 1. Der erste Punkt ist nicht sehr lange. Ist nur was ganz Kurzes, nämlich, wie ihr vielleicht an der Qualität seht, werde ich jetzt Minecraft versuchen auf dem Laptop zu spielen. Das auf dem Computer ist nicht mehr tragbar. Ich habe mir jetzt ein neues Aufnahmeprogramm geholt. Ich will keine Werbung machen, deswegen sage ich mal nicht welches. Aber Fragezeichen Man, du kennst es auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe mir jetzt mal die Vollversion gegönnt, sonst hätte ihr jetzt hier so ein doofes Wasserzeichen. Und deswegen wird Minecraft wieder in besserer Qualität kommen. Dann erstmal, bevor wir weitermachen, zum vielleicht wichtigsten Punkt 2. Punkt 2 auf dieser Liste ist etwas... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich würde sagen, ich rede gleich drüber, nachdem es soweit ist. 3, 2, ja. 1. Hier, mein Schatz. Hi, hier haben wir den nächsten Punkt. Eine Facecam, beziehungsweise nicht Face, aber Maske. Gott, das ist ganz viel ungewohnt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir zu Weihnachten eine Walrossmaske gewünscht und mit der mache ich jetzt Facecam-Videos. Bloß eben mit einer Maske. Hier sieht man ein bisschen mein Zimmer im Hintergrund. Lasst euch davon nicht stören. Mein Zimmer ist geleakt. Ich wollte diesen Punkt jetzt mal so weit vorne wie möglich machen, damit ich hier schön mit der Maskencam den Rest machen kann. Der nächste Punkt. Die Nummer 3. Ich kann gut zählen, Leute. Ich musste das jetzt nicht wirklich überlegen, oder? Der nächste Punkt hat auch mit unser aller Lieblingsvideospiel zu tun. Minecraft. Man sieht nicht so sehr, wie ich hier meinen Arm rumwabbel, weil ich hier gerade Minecraft steuere. Gut, tut man nicht. Und zwar geht es um einen neuen Minecraft-Mitspieler. Ich war zu Weihnachten nämlich mal ausnahmsweise ein richtiger Gönner und habe meinem Bruder Minecraft für seinen Laptop besorgt. Und deswegen wird er bald auch mitspielen. Und zwar mit einem von mir selbst erstellten Skin. Er sieht grottenhässlich aus, aber er ist trotzdem zufrieden damit, weil er es selber nicht besser hinkriegt. Es soll das Pokémon Rayquaza darstellen, das manche von euch vielleicht kennen. Gott, sitzt die Maske bescheuert. Man sieht mein Gesicht ein bisschen durch. Halbe Facecam. Ja. Das war eigentlich der Punkt. Mein Bruder wird auch in Minecraft-Aufnahmen mitmachen. Und ich gucke die ganze Zeit hier drüben, müsst ihr wissen. Hier. Da sehe ich ein Bild von meiner Facecam. Und da gucke ich jetzt die ganze Zeit hin, anstatt in die Cam selber. Hallo. So. Jetzt fehlen noch zwei Punkte. Und diese zwei Punkte werden lang und krass. Wir sehen uns gleich in einem anderen Programm. Ihr seht bereits am Hintergrund. Sorry. Bei mir wurde gerade irgendwie angezeigt, dass die Aufnahme pausiert ist. Und sorry, wenn ich die Maske nicht immer ganz richtig auf habe zum Anfang. Ihr seht bereits im Hintergrund. In meinem Thumbnail-Erstellungsprogramm, auch Paint 3D genannt. Es geht um unser aller Lieblings-Fanfiction, Pokémon Mystery Dungeon. Sorry. Wahres Edition. Spielstöder. Ja. Ich weiß gar nicht, wann es nicht anfangen soll. Also, es gibt nicht nur gute Neuigkeiten in diesem kleinen Weihnachtsgeschenk-Video mit vielen Ankündigungen. Weil...
Scheiße, Mann. Mir fällt es gerade ein bisschen schwer, hier das so zu sagen. So. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2 wird nicht in irgendwie absehbarer Zukunft erscheinen können. Ich habe es einfach nicht hingekriegt, irgendwie gescheit Ideen zu sammeln oder irgendetwas da hinzukriegen. Deswegen wird in keiner absehbaren Zukunft das Projekt starten können. Tut mir leid, aber vermutlich gibt es kein Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2. Aber weil ich selber auch diese Fanfiction einfach, weil sie mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir etwas ausgedacht, damit wir zumindest einen kleinen Ersatz haben. Unter diesem schwarzen Balken. Und zwar... ein Reloaded zu meiner Fanfiction. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen wie Nintendo. Ich schaffe es zwar nicht, eine neue Fanfiction rauszubringen, aber ich versuche es mal mit dem Nostalgiefaktor und bringe noch einmal diese Maske. Und bringe noch einmal meine erste Fanfiction. Ich werde das Ganze dann aber so machen, dass der Ton nicht erst ab irgendwie der 8. oder 9. Folge gut ist. Ich werde das Ganze nochmal bringen. An nötigen Stellen mit Musik unterlegen. Aber versuchen, wirklich so getreu wie möglich an dem Normalen zu halten. Vielleicht werden manche Audiospuren sogar ganz übernommen. Wenn ich das so mache, könnte es dann auch tägliche Uploads geben. Und ja, das Ganze wird vermutlich zu Neujahr beginnen. Also, ich höre euch schon applaudieren. Danke, danke. Hallo? Wiederhol dir das bitte. Sag mal, ich glaub's nicht. Ich bring euch irgendwie hier die Fanfiction zurück, weil ich kein Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2 krieg. Und ihr buht mich dafür aus? Ihr seid schon eine verdammt undankbare Community. Aber meinetwegen, erwartet nicht, dass ich mir hier jetzt viel Mühe mache. Wenn ihr was anderes wollt, dann kriegt ihr hier auch was anderes. Schreibt mir mal ganz ehrlich in die Kommentare, wen von euch hab ich alles rangekriegt? Ja, das Ganze musste sein, tut mir leid. Ein kleiner Prank nach ganzer Günther-Manier. Und zwar haben wir hiermit die offizielle Ankündigung zum Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns, Reborn Hopes. Ja. Der erste Tag, das erste, was sich gleich mal hervorsticht. Ich habe einen richtigen Namen gefunden. Digga, was? Es heißt nicht Walross, nur Walross Edition. Das habe ich einfach im Titel gelassen, weil das muss jetzt nach der ersten so sein. Ja, jetzt werdet ihr noch kurz eine Art kleinen Trailer, eine kleine Zusammenfassung sehen, die ich auch als Einzelnes auf YouTube hochladen werde. So. Nach einem langen Krieg schlugen der auserwählte Lord Ecke zusammen mit seinen Freunden Günther, Floink, Isasam, Latias und Necrozma die dunkle Macht endlich zu Boden. Dafür musste sich Lord Eckes bester Freund Günther jedoch opfern. Doch der Frieden kehrte zurück. Lord Ecke war selbst nicht zufrieden mit diesem Ausgang und machte sich auf, um die sagenumwobene Höhle der Regenbogenkristalle zu finden. Auf dieser Reise
lernte er einen neuen Freund kennen, Hydropi. Zusammen und nach auch mit all seinen anderen Freunden machten sie sich auf, um die Höhle zu finden und Günther zurückzuholen. Doch sie scheiterten kläglich, als sich ein unbekanntes Pokémon, das sich als ein Darkrai herausstellte, ihnen in den Weg stellte. Es zerstörte die Höhle und ließ sie zurück. Lord Ecke ging tieftraurig, als er wieder in seiner Heimatstadt Silberdorf ankam, auf den Hügel mitten im Dorf. Dort wurde er bereits von seinem Freund Günther erwartet. Doch es war gar nicht Günther, sondern die dunkle Macht. Aus einem Überraschungsangriff heraus übernahm sie die Kontrolle über seinen Körper und nun regiert sie das gesamte Reich. Apokalypse und die Zerstörung hielten Einzug. Niemand konnte es mit dieser Macht aufnehmen. Und wer es doch versuchte, der verließen schon bald seine letzten Lebenskräfte. Nun gibt es noch eine kleine Gruppe aus Pokémon, die sich immer noch der dunklen Macht widersetzen. Diese Gruppe von Pokémon sind die Überreste und die Überlebenden des einst so glorreichen Retterteams, das die dunkle Macht in die Flucht schlug. Nun leben sie in Angst, versteckt mitten in einem abgelegenen Wald. Doch eines Tages taucht ein mysteriöser Gegenstand auf. Die Hoffnung kehrt zurück und ein noch größeres Abenteuer beginnt. Ich hoffe, das Licht ist nicht so anders. Ich habe ein bisschen tatsächlich jetzt gearbeitet, nenne ich es mal, seitdem jetzt. Also ich habe was vorbereitet für das Video hier. Seit dem Ende gerade eben, deswegen ist es ein bisschen dunkler draußen. Aber wir kommen mal zu einem kleinen Zwischenpunkt, den habe ich bei der Aufzählung vergessen. Eigentlich kommen noch zwei. Und zwar geht es darum, dass ich zu Videospiel-Tracks Lyrics machen wollte. Genauer gesagt, habe ich das zu einem Track sogar schon. Alles war vorbereitet, alles war perfekt. Bis zu dem Moment, in dem ich es einsingen wollte. Denn der Punkt ist, das habe ich bemerkt, ich kann das absolut nicht. Meine Stimme ist schrecklich für sowas. Deswegen werde ich hier jetzt, wenn ich es nicht vergesse, hier oben, eine Abstimmung einblenden. Und zwar, wie würdet ihr das handhaben oder gehandhabt wollen? Mein Vorschlag, der ganz oben in der Abstimmung stehen wird, ich lade das Video ohne Vocals hoch, sondern nur mit den Lyrics als Untertiteln. Und wenn man möchte, kann man das Video sich nehmen und die Lyrics einsingen und es dann selber hochladen, solange man nicht verlinkt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich irgendwie jetzt noch das eine halbe Stunde, das wäre schön, ein halbes Jahr gefühlt lang weiter probiere mit Stimmeffekten, alles Mögliche mache und dann mal gucke, ob ich vielleicht auf das zurückkommen muss. Also ist die Abstimmung eigentlich eher, seid ihr mit der Methode, die ich gerade vorgeschlagen habe, einverstanden oder nicht? Und jetzt auf zum letzten Thema. Das letzte Thema für heute ist ein Projekt, von dem noch niemand etwas weiß, außer mir. Genauer gesagt ist dieses Projekt ein einzelnes Video. Und dazu seht ihr jetzt einen kurzen Trailer, den ich danach nochmal erläutern werde. Und zwar gleich erläutert auf Deutsch, weil der Trailer Englisch sein wird.
diese Gruppe von Pokémon sind die Überreste und die überleben englische Animation so glorreich schmettert dies, dass die dunkle Macht in die Flucht schlägt. Nun leben sie in Angst, versteckt mitten in einem abgelegenen Wald. Doch eines Tages taucht ein mysteriöser Gegenstand auf, die Hoffnung kehrt zurück und ein noch größeres Abenteuer beginnt. In der es um einen Kampf gegen dieses Walross geht und um eine Geschichte über eine gesamte Welt, die ich aber jetzt natürlich noch nicht verraten werde, da ich keine Ahnung habe, wie lange ich noch brauchen werde für dieses Projekt, heißt es auch eventually am Ende des Trailers, was für die englischen Noobs da draußen nicht für eventuell, sondern für irgendwann steht. Ich sag's mal so, ich hoffe, dass es noch in 2019 was wird, aber wirklich glauben tue ich nicht dran. Ja, das war jetzt der letzte Punkt dieses Weihnachts-Special-Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns irgendwann anders, vielleicht bei einer der vielen Ankündigungen. Wenn ihr nichts von alledem verpassen wollt, könnt ihr ja ruhig ein Abo auf diesem Kanal da lassen. Das würde mich unterstützen und freuen. Wir sehen uns. Ciao. Und ja, diese Bewegung habe ich auch, bevor ich eine Maskencam hatte, schon jedes Mal bei der Verabschiedung gemacht. Das habe ich mir einfach angewöhnt.